Und jetzt gehen wir ins Treppenhaus. Ins Treppenhaus, da hängt total etwas anderes. Da hängen Bilder, auch von den gelben Streifen dazwischen. Kannst du da etwas über erzählen? Ich habe es auch gesehen, dass es alles animiert war. Das war das erste Kontakt zwischen uns. Und ich denke, dies ist wert, dann etwas extra uns zu erzählen. In diesem Raum haben wir ein bisschen die Vorläufer, nämlich die Container hier hinter mir. Und das Motiv, da die roten Bilder, das Motiv der Architektur, die gebaut wird. Also etwas, das im Werden ist, etwas, das entsteht, das ein Rohbau und einen Durchblick hat, etwas Raumräumliches. Und in dieser Containerinstallation habe ich zum ersten Mal so gearbeitet, dass das Hängen ein Teil der Arbeit ist, das Zusammenstellen von einzelnen Teilen. Und ich habe da lange daran gearbeitet und experimentiert, wie kann man verschiedene Bilder zusammensetzen, damit es nicht immer das gleiche Viereck ist. Und das habe ich entwickelt im ersten Stock. In der Vitrine sieht man noch einige Skizzen davon. Und meine Idee dazu ist, dass das Bild etwas Wandelbares ist. Es ist eine ganze Bildgruppe. Die Gruppe gehört immer zusammen, aber wie ich die Gruppe arrangiere, ist in jedem Ort wieder anders. Also ich habe diese Bildgruppen, die im Treppenhaus sind, habe ich in Basel in der Galerie Mäder gezeigt. Der Herr Mäder ist gekommen, der Galerist, um das anzuschauen. Dann habe ich es auch in Amsterdam gezeigt und in Köln. Und jedes Mal wird die Gruppe, gehört zusammen, aber sie wird anders arrangiert und dann sehr gerne wandbezogen. Das heißt, es geht um die Ecke oder es geht mal nach oben, nach unten. Und die Bilder müssen dann inhaltlich so gestaltet sein, dass es kein fixes Oben und Unten gibt, sondern dass sie sich auch drehen lassen. Das heißt, die Fotografie kann man abstrakt sehen wie eine Struktur, die sich auch auf den Kopf drehen lässt. Und die gelben Teile, das sind dann so ein bisschen taktgelber, ruhigere Zonen, weil ich finde es relativ schwierig, dass meine Bilder ruhig werden, das ist immer so viel los. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal monochrome Teile dazwischen, damit da auch ein bisschen Ruhe reinkommt, so ein Taktgeber. Jetzt verstehen wir es besser. Ja. Gut, jetzt bin ich noch immer sehr freundlich gewesen. Jetzt muss ich doch etwas weniger freundlich sein. Denn in dieser Ausstellung geht es immer über Fotografie und Malerei. Ich soll ein Fotograf sein, sollte ich da etwas von sagen. Gut, als ich diese Bilder sehe, dann muss ich immer denken, an einen Maler. Ein Maler heutzutage kann malen auf eine Leinwand. Und auch so, dass man die Leinwand noch sieht. Man sieht, da ist keine Farbe draufgekommen. Das ist einfach eine Leinwand und da ist hier und da etwas Farbe drauf. Gehen wir zurück in die Geschichte, dann sehen wir, dass die meisten Maler, die haben eine Leinwand erst bemalt. Mit einer Farbe. Und ich weiß nicht, ob Sie das mal probiert haben, auch in selber Farbe, weiß man das. Als man ein Leinwand erst rot malt, ist er total anders, das Bild am Ende, als wenn man anfängt, den Leinwand blau zu malen. Gut, okay. Und jetzt kommt es. Und jetzt muss ich ein bisschen unfreundlich sein. Denn ich muss jedes Mal daran denken, dass die Gemälde von der Rosa, die fangen an mit der ersten Pinselstrich. Und der erste Pinselstrich macht sie mit einer Kamera. Und da kommen dann Bilder raus, die zufällig oder vielleicht ein bisschen mehr bewusst sein. Aber auf diese Untermalung wird weitergemalt. Und damit sage ich dann, Rosa, du bist total kein Fotograf, du bist einfach ein Maler und eine Gute. Gut, jetzt darfst du was sagen davon. War das jetzt böse?
das ist er. Hat so drum. Kannst du ein bisschen weiter reden? Oh ja, die Leute werden sehen. Nein, ich bin nicht so groß. Ich bin nicht Berufsfotografin, sondern ich bin bildende Künstlerin, die Fotografie benutzt, die Malerei benutzt, die Collage benutzt. Und wenn es notwendig ist, auf Photoshop oder InDesign oder Siebdruck. Also das heißt, ich bin tatsächlich nicht Berufsfotografin in dem Sinn, dass ich noch jetzt im Fotolabor bin und riesige Fotolampen rumschleppe oder weiß nicht, was die Berufsfotografen alle machen, sondern heute kann man in der Kunst eigentlich sehr viele verschiedene bildnerische Mittel verwenden. Und der Autor Hans-Joachim Müller hat das sehr schön beschrieben in einem Text meines Kataloges. Der sagt, heute arbeiten die Künstler, die switchen von einem zum anderen, also von der Kamera zum Stativ und vom Stativ zur Staffelei und von dort zum Pinsel und dann zur Schere. Und dann kann man kleben, man kann malen und dann kann man auch die Kamera verwenden. So gesehen ist die Fotografie ein Teil meiner bildnerischen Medien, sag mal so. Das hat sie wunderbar erklärt. Jetzt verstehen wir es natürlich, das war provokativ. Wir wollten gerne wissen, wie sie das selber sieht. Ja? Und das ist klar. Dankeschön, Rosa. Sie hat viel erzählt. Super.